Willkommen zum nächsten Catch Timo. Diesmal spiele ich mal Caitlyn. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon getan habe, seitdem ich das alles so skillmäßig kommentiere. Und die Gegner haben das typische Teleport, die typische Teleport-Taktik gegen den Timo, was aber bis jetzt irgendwie nicht so wirklich viel gebracht hat, so wie ich das gesehen habe. Ja, wir haben einmal Caitlyn im Team, das bin ich, den Timo, den Darius, Heimerdinger und den Ezreal als Feind Nidalee, MF, Tristana, Elise und ein Pentakill Olaf. Ja, die Skills von Caitlyn hat man ja eigentlich schon in der letzten Catch-Timo-Skin. Und hier kann man sogar mal eine Item-Set sehen, die man sich jetzt neu erstellen konnte. Für jeden AD-Carry-Rank das gleiche. Da sind alle essentiellen Items mit drin. Inklusive der Dinger, genau. Der Blue-Pot war nicht dabei, das ist korrekt. So. Dann hauen wir das noch auf die Smartcast-Taste. Mal schauen, eventuell kommen wir bis Stufe 6 oder auch nicht. Dann haben wir Timo, haben wir die Skills schon gesehen, weil Timo ist ja eh in jedem Game dabei. Dann haben wir noch einen Darius, wo ich auch keine Skills kenne, weil ich noch wirklich nie mit diesem Champ gespielt habe und ich werde das auch nicht tun. Der Champ ist einfach total für den Arsch. Da haben wir das First Blood. Ich habe meine Kuh gar nicht benutzt, ich weiß gar nicht warum. Ich hatte wohl keine Lust. ja, Darius, ich kenne nur die Noob-Ulti, die einfach keinen Cooldown hat für die ersten 15 Sekunden oder so. Und wenn da ein Kill stattfindet, resettet sich das, glaube ich, wieder. Keine Ahnung, ich kenne die Skills nicht. Da macht er noch einmal so eine Drehung, die macht Schaden. Und je näher die Feinde bei ihm dran sind, desto mehr Schaden kriegen sie. Dann gibt es noch das Ranziehen, was man hier gerade sieht, und dann gibt es auch einen Skill, den ich glaube, er wird durch die komplett passive. Weiß ich gerade gar nicht so richtig. Und Deutsch müsste man auch können, das ist schon eine schwere Kunst. Da hast du total recht. Und da haben wir die geile Betäubungsleiste. Naja, das wird nix, meine Schnecke. Oh, die sind hier hinten. Sehr interessant. Da ist noch ein MF oben. Und die flasht sich. Oder flasht sie sich? Eventuell nicht. Double Kill! Tristan ist in der Mitte, das war ja so klar. Die ist nur am EP-Legion wieder mal. War keine gute Entscheidung. Fuck! Wie sie alle flashen. That range. Ja, ja. Wuhuhu. That OP Tower. Tja, was sollen die machen? Die ganze diese Drecks. Kein Saplings an. Na, dann nehme ich noch einen mit. Das ist ja auch nicht so das Problem. Da bin ich jetzt schon bei den Boots und bei einem Longsword. Nehmen wir ein Longsword und eine Pickaxe mit. Ich habe irgendwie Lust auf zwei Longswords. Ja, dann haben wir noch einen Heimerdinger. Heimi habe ich auch schon erklärt. Ezreal habe ich auch schon mal erklärt. Und eventuell sollte ich irgendwann mal noch ganz viel Zeit haben, dann werde ich die Skills auch wieder erklären. Feindlich Nidalee habe ich erklärt. MF habe ich erklärt. Tristana habe ich erklärt. Elise habe ich erklärt. Und Olaf habe ich noch nicht erklärt. Oh, wow, wow. That jump. Dann nehmen wir uns mal ein Escape mit. Ja, dann können wir jetzt einfach mal. Okay, habe ich nicht gerade so wieder Lust zu erklären. Das ist aber oft so. Tja, es sind halt immer Champs, die immer wieder gepickt werden, deswegen. Was soll man da machen?
Eventuell werde ich als nächstes Game Manierli wieder spielen. Auch nicht schlecht. Da oben war was. Hi, Olaf. Nennt uns Elise. Eventuell sollte man die Timo verteidigen. Na, da unten haben wir noch einen Olaf. Hier irgendwo haben wir noch eine Nidalee. Weißt du, anstatt der Timo umdreht und den irgendwie mal verarscht. Nein, er muss die weiterjagen, dass er noch mehr Schaden machen kann am Timo. Verstehe ich einfach nicht. Warum man so doof ist. An enemy has been slain. Das Heimi. Das Heimi Tower. Ich brauche meine Traps, ich brauche Level 4. Let's investigate. Me? Not cool. Miss? Not by a long shot. Ja, ja. Don't be caught flat-footing. Ja, gleich bin ich in Level 4, da kann ich meinen Trap scannen. Aber vorher müsste ich eh mal sterben. Wow, really? Das ist ein Olaf. Ah, die Tower sind einfach nur Bullshit hier in Aram. Ketchup Timo. Ich weiß nicht, wie viel er noch fressen will. Ja, dann. Na egal. Ich müsste immer wieder sterben, denn BF-Sort habe ich ready. Dann lass einfach mal darin stürmen. Keiner dran. Ezra wird eben oben eh sterben. Oh mein Gott, so viele Lowlife-Leute. Und der Ezra Kill sieht natürlich. Wuhu! Hey Timo, naja, gut, wenn man keine Tankzeug mitnehmen will, ne? Ach ja, Elise ist da oben. Vor der brauchen wir noch keine Angst zu haben. Chaps habe ich aber leider noch nicht. Hot on the trail. Boah, sogar ein Double Kill. Warum müssen sie so schnell, Alter? Kein Triple Kill. Ist aber schade.
Aber ein inoffizieller wenigstens. Oder oh, sogar ein inoffizieller Panther. Die haben den Red getroffen. That damage output! Ich denke die Scheiße nicht. Me? Miss? Not by a long shot. Alter! Herrgott, nochmal dieser Drecksgolem, weißt du? Wo wir so einen Spackenheimer den picken musste. Au, au, au. Wir können einmal mal auf in seine Dreckstower zu skillen. Es war so klar, dass er dann wieder killst. Die musst du, kleine Drecksratte. Kannst du aber wissen, dass ich das letzte Mal dich verteidigt habe, kleiner Wichser. Ah, der ist low life im Kommen. So, nehmen wir uns einfach mal einen Blood Toaster mit. Ah, gut. Low life. Ein E und ein Auto-Hit wäre es gewesen, aber egal. Nehmen wir noch so einen Hextrinker mit, das ist immer ein geiler Bait. Der hat immer gut was drauf. Vor allem wenn die Leute dann denken, ja, jetzt können wir ihn töten, dann kriegt er doch noch ein Schild von, wie viel sind es, glaube ich, 250, 300, 250. 250 Schild. Das ist schon eine ganze Menge, das war ein Viertel meines Lebens. Den man direkt im Early bekommt. Ach ja. Komm, geh rein. Ich möchte die Speere nicht fressen. Der Tristana. Ah, ich denke mal, hier wird gleich ein Speer reinkommen. Oder auch nicht, die konzentrieren sich eher da unten hin. Legen wir aber da mal in den Chap rein. Falls hier reingelaufen wird, dass hier keiner mehr rauskommt. Ansonsten lassen sie sich schön baiten, da oben ist ein TP. Ah, wo sind die alle hin? Wenn ich die MF noch einmal sehe, dann ist sie tot. Ah, fuck. Next Tower Range. Aber dafür ist dann der Hextrinker gut. Der Timo. Kritische Trefferchance. Nehmen wir ein Everest Blade noch mit. Haben wir gleich ein bisschen mehr kritische Trefferchance. 2% mehr. Woohoo! Damit sind wir jetzt bei 10% kritische Trefferchance. Oh, ich hatte vorher keinen einzigen kritischen Trefferchance. Mann. Wir sind bei 13 Minuten 42. Und hier muss noch nicht einmal verreckt. Weißt du, also wir können uns ganz gechillt Zeit lassen. Tja, Hextrinker, Bloodtoaster, Everest Blade. Let's investigate. Das ist, denke ich, ganz okay. Alter! Ah, hier ist ein Wort drin, ne?
An enemy has been slain. Right. Die Gate Range, Mann. Das ist das Derbe. Me? Me? No. Oh fuck. Keine Einbrüche. Damn, damn, damn. Mit einer coolen Double Kill gemacht. Die macht ja gar keinen Schaden mehr, wenn man Magieresistenz hat. Was ist das für eine Nieder? Oh, Headshot ist ready. Hihi. Für mich könnt ihr auch da hinten stehen bleiben, ist mir auch egal. Ihr könnt doch in den Shop reinlatschen. Aber Schaden machen tut ihr mir nicht wirklich. Und wieder 38 Leben bekommen. Total lustig. Alter, wie die alle da stehen. Holy shit. Kriegt mal richtig Angst, Alter. Wieso? Wie so ein Wespennest. Oh shit. Ich bin gestunt und nu? Konntet ihr nicht wieder mitmachen? Ja, komm. Safe House war komplett hinten. Da kennt ihr jetzt sich ja wirklich durch, ohne gestunt zu werden. Wir sind ja nichts machen können mit einem Tower kämpfen. Alter, ich krieg mich nicht mehr ein, ey. Der Wort ist weg. Okay, also Darius sein E ist also. Was ranziehen. Vielleicht krieg ich Tower Agro, hab ich recht? Ja, war so klar, Alter. Was das für eine abnormale Range hat. Das wäre auch noch ein Champion, da kommst du gar nicht mehr durch. Nee, da kommt keine Falle hin. 139 Schaden hat das ja gar nichts. Das Lärm habe ich eben wieder geholt hier. Zack. 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 Naja, lieber hier die Fallen. Das ist lustiger. Kommen sie nämlich nicht wieder durch. Schade, dass man echt nur drei Fallen platzieren kann. Na komm. Nee, man, die Trap man nicht mehr, das ist langweilig. 2 Minuten haben wir noch. Oder haben die noch, sagen wir es mal so. Da ist eine MF. Wie sie einfach nur am Tower hocken können. Alter, die müssen Timo jagen, nicht wir. Total lustig, ey. Nichts können die tun. Ah, ich habe noch ein paar Hybrids dabei. Ist ja nicht so das Problem. Oh. Ein 500er Crit. Bist du traurig, ist das schon, also, dass die wirklich nichts tun können. Ein paar Qs noch und dann sind die auch tot. Na, wenn ich mal jemanden treffen würde. Da ist ein TP. Sie sind aber für mich zuvor ein Mann, aber die Bolette werden den. Will ich natürlich auch haben. Werden den? Ach. Ach, das hier. Shadow of the Trials. Okay. Oh, ist aber ärgerlich. Oh, no mana. No mana. Jetzt wollen sie es wissen. Na, egal. Jetzt wollen sie es wissen.
Ah, schade, kann mein neues Equipment nicht mehr austesten. Ansonsten hätte ich ganz, ganz tolles Zeug gehabt. Das Static Sheep ist auch noch nice. Ja, was machen Sie mit? Ja, passt schon, wa? 900 Leben und massig Crit-Chance. Wird die Sonne nicht surrendern. Ich hab jetzt gerade nur meine Equip. Wow, wer weiß jetzt surrendern die, aber wenn sie mal nicht am Losen sind und zu Ende bringen wollen, dann surrendern die nicht, Alter. Ach, trotzdem GG.